Nummer 11 Kaiser, Nummer 12 Blankenburg, Nummer 13 Hülshoff, dänische Meister Juventus Turin. Im Tor Nummer 1 Zoff, den Niederlanden. Hier sehen wir die Mannschaft von Ajax, wir erkannten Cruyff, Blankenburg, den B2. Er sagte uns vor dem Spiel, dass er sehr hofft, in der zweiten Halbzeit eingesetzt wird. Vieles ab und von vielen anderen taktischen Erwägungen. Ajax mit Blankenburg. Blankenburg wagt sich sehr weit nach Kaiser. Dore, der Libero, wir kennen ihn aus dem unvergessenen Halbfinalspiel in Mexico City. Da war er dabei, eben Neeskens, schon in diesen ersten Minuten sehr oft am Ball, Blankenburg. Für Ajax. Ein sehr schneller Führungstreffer. Wir werden es sicher gleich noch einmal in der Wiederholung sehen. Ein Kopfballtor hoch in die lange Ecke gezogen. Hier die Wiederholung. War das Reb? Ja, es sieht so aus. Zoff reagiert zu spät, hat nachher in der Ecke gezogen. Ball im Aus. Keine Chance für Bettega, den Linksaußen an diesen Ball zu kommen. Horst Blankenburg. Und Doppelpassversuch. Cruyff. Blankenburg, sehr schön gespielt. Wieder ein erwacht. Ich bin gespannt, wann sie beginnen, den Ausgleich ernsthaft anzustreben. Furino. Anastasi. Capello. Was die Italiener sich einfallen lassen. Ajax, wie gesagt, in keiner Weise gefordert. Hellbach, 45 Italiener, 45.000 Italiener machen sich bemerkbar. Altafini, Bettega. Möglichkeit. Glück für den Bein des holländischen Kapitäns. Nicht, dass er bereits im Mittelfeld so angegriffen wird. Möglichkeit aber jetzt. Altafini war das.
ruhig geworden hier im Stadion. Roter Stern des großen Leistung. Möglichkeit, aber einfach zu schwach dieser Kopf. Schlechter Doppel. Nach dem, was wir vorige Woche oder vor festen, das Gefüge von Ajax auseinanderzunehmen. Auch bei den Ivan, das heißt also, dass Helmut Haller weiterhin auf der Reservebank sitzt. Fast still im Stadion bei diesem Angriff von Ajax, nur hier und da sind einige Pfiffe zu hören. Jetzt der Ausgleich. Ich glaube, dann geht aber Freistoß. Abseits von regt sich keine Hand zum Ablauf. Auch die Zuschauer sind maßlos lange Jahre bei den verschiedensten Vereinen in Italien. Haller hatte bisher noch keinen Ball. Gespannt, wie er es anstellen wird. Fast aus dem Stand jetzt das Spiel von Ajax. Blankenburg, zwei Deutsche jetzt auf dem Feld auf jeder Seite. Für Juventus zum Ausgleich. Torino. Kovac, Anweisungen, die letzten 12 Minuten hier noch zu überstehen. Spiel. Auch wenn Juventus dieses Spiel verlieren sollte. Die Italiener hätten ihn einfach früher bringen müssen. Kein Eckball, aber ein Fehler von 90 Minuten sind jetzt gespielt. Es kann nicht mehr lange dauern. Freistoß muss wiederholt werden. Und da ist das Spiel zu Ende, meine Damen und Herren. In der restlichen Saison noch einige gute Spiele zu sehen bekommen. Ich denke dabei an das Länder.